bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ihr seid... Eine Nachricht vom Abt. Ich werde euch eine wertvolle Lektion erteilen, mein Sohn. Feinfruchtig und mild im Abtgang. Mein Herr? Da bitte mal drauf schießen. So, auch so weit abgeschossen. Das ist ja der Abschuss. Das Schöne an dieser Map hier ist ja übrigens, wir starten weit genug von den Gegnern weg, dass wir nicht gezwungen sind, irgendjemanden früh anzugreifen. Um hier überhaupt uns ausbauen zu können und so. Ich würde gerne meine Getreideproduktion irgendwie wieder sichern. Ich meine, wir haben noch ein kleines bisschen Reserve. Oh Gott, die geht auch mittlerweile zur Neige. Machen wir hier noch ein bisschen nach. Meine Männer sind gekommen, um in eure Burg aufzuräumen. Grundsätzlich bräuchte ich so ein bisschen weit sehr unten noch platzieren, so weit unten wie es geht. Eine tödliche Auffahrt. Eine Nachricht vom Abt. Meine Truppen lassen mich im Stich. Die Pferde sind gesattelt. Bin zur Stelle. Bitte Katapulte aufhalten, bevor sie sich hier durchballern. Wir benötigen Steine. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. So langsam wird das was. In Bewegung. Die Bogenschützen, die ich jetzt rausschicken will, sammle ich mal auf dem Torhaus. Verlust. Wir können dann später den Marktplatz auch außen platzieren und können hier dann noch ein paar Brauereien hinmachen und dann außen noch ein paar schenken oder so. Wir könnten das noch erweitern. So ist es nicht. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, das Volk holt sich. Sieht langsam echt gut aus. Ja, da kriegen wir keine Kapelle mehr rein. Die hätten wir hier rein platzieren. Vielleicht machen wir sogar das. Warum? Nein, so, so. Okay. Ich war gerade verwirrt. Man könnte es rein theoretisch auf jeden Fall so machen und noch ein bisschen Platz nutzen, indem wir das hier ein bisschen umplatzieren. Und dann hätten wir hier nämlich auch noch ein bisschen Platz. Das haut leider knapp nicht hin. Wirklich schade. Wir müssen nur noch eins nach vorne gehen eigentlich. Na, aber das ist zu spät dafür. Dafür müsste ich zu viel umbauen. Also eine Kapelle zusätzlich wäre schon cool. Aber gut, Kirche, Kathedrale reicht auch. Aber wir haben jetzt Platz geschaffen, um noch ein bisschen Produktion reinzuhauen. Eine Nachricht vom Abt. Euch ist nur noch wenig Zeit auf dieser Welt beschieden. Oh, kommt wieder ein ziemlich böser Angriff. Bin zur Stelle. Bogenschützen! Es werden Waffen und Bogenschützen bereit. Na, schaffen sie es, das Getreide wegzutragen? Na, die müssen erstmal abschnittern. Mein Bogen, Leute, das wird nicht ein paar Jahre gefühlte. Gut, eigentlich müsste es wirklich ein Jahr dauern. Das ist übrigens auch so was Lustiges. Diese Anzahl da unten, die Jahreszahl. Viele Leute nehmen diese Jahreszahl zu ernst, also die hat keine wirkliche Bedeutung. Das ist einfach nur, um beispielsweise im Szenario Dinge zu timen und einzustellen, hier, wenn man im Editor Sachen editiert, Sachen einstellt. Denn sinnig ist das nicht. Beispielsweise die Apfelbäume wechseln zwischen Frühling, Sommer, Herbst und Winter und das mehrmals alle paar Monate schon. Eigentlich müsste es ja nur 4 Jahreszeiten im Jahr geben, aber das wechselt irgendwie 10 bis 12 Mal durch im Jahr oder noch öfter. Getreide wird auch mehrfach im Jahr geerntet. Und auch Kühe beispielsweise werden viel zu früh erwachsen. Innerhalb von ein paar Monaten oder so. Also es ist... Man sollte da sich nicht zu viele Gedanken drüber machen.
Die Jahreszahl da unten hat keine richtige Bedeutung. Weil viele Leute haben wegen dem Feuer auch argumentiert, weil das Feuer ja schon sich arg schnell ausbreitet. Argumentieren viele dagegen, dass das Feuer sich doch nur hier an die Zeit anpasst, dass innerhalb von einem Monat, also dass jetzt dann schon ein Monat vergangen ist und das Feuer in der Zwischenzeit voll ausgebrochen ist. Selbst wenn das der Fall wäre. Das Problem ist, das Spiel, die Einheiten und die Bauern bewegen sich trotzdem in Echtzeit. Das heißt, während sich das Feuer innerhalb von einer Sekunde ausbreitet wie in einem Monat, oder innerhalb von ein paar Sekunden, läuft der Brunnenarbeiter, der das Feuer löschen soll, immer noch in ganz normaler Geschwindigkeit. Dementsprechend ist da kein Verhältnis gegeben. Deswegen, ich wurde auch öfters mal gefragt, wie wir das in Aigrotum Imperium lösen wollen. Und das ist ziemlich einfach. In Aigrotum Imperium wird es ähnlich so sein, dass es wird nicht so sein, dass man jetzt einfach mal... Es ist einfach nicht sinnig. Also, man kann das nicht lösen. Dass man beispielsweise eine Kampagne spielt und in der Kampagne soll die Story innerhalb von 4 bis 5 Jahren vielleicht beispielsweise abgeschlossen sein. Aber gleichzeitig, also 4 bis 5 Jahren in-game, die tatsächlich vergehen in der Story. Aber gleichzeitig hat man so Spiele, wo in jeder Partie 10, 20 Jahre vergehen, damit man überhaupt die Ernten haben kann. Aigrotum Imperium wird auch sehr drauf auf die Jahreszeiten achten und sehr viel damit spielen. Alter. Dass man auch tatsächlich darauf achten muss, im Winter kann man dies nicht bauen, im Sommer kann man wieder dieses bauen. Und ja, es wird natürlich mehrere Jahreszeiten pro Partie geben, sonst würde das System kaum Sinn machen oder es wird viel zu lange dauern. Aber gleichzeitig darf nicht so viel Zeit in der Kampagne verstreichen. Das heißt, das ist so etwas, das wird sich immer beißen. Die Lösung, die wir dafür angestrebt haben, wir zeigen einfach gar keine Jahreszahl an. Fertig. Dann macht man sich auch keine Gedanken um sowas. Ganz ehrlich, wer hat sich in Stronghold schon großartig Gedanken darüber gemacht, dass hier der Hopfen zu schnell wächst oder das Getreide oder die Kühe zu schnell erwachsen werden? Auf sowas achtet man höchstens nur, wenn auch tatsächlich eine Jahreszeit da ist und man einen Vergleich da hat. Wenn es gar nicht da ist, dann kümmert das eigentlich keine Sau. Bin zur Stelle. Es werden Waffen. Mein Bogen ist euer. So, jetzt können wir nochmal so langsam vorrücken. Wir können ja auch eine ganz kleine Befestigung errichten, die so ein bisschen auf das da oben Acht geben soll. Ja, auch eine Idee. Alter, was macht der eigentlich hier gerade so für einen Holzfällervorstoß? Was geht denn mit dem? Komm, geht mal hoch. Kaboom. Noch nicht so. Muss mal reparieren. Eure Befehle? Scheiß Katapulte, ich hasse euch. Bin zur Stelle. Wir geben unser Bestes. So, bei den Holzfällern müssen wir aufpassen. Die können nämlich trotzdem noch hergehen und unsere Bogenschützen töten. Im Nahkampf. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Bogenschützen bereit. So, machen wir mal weg das ganze Zeug. Keine Chance zu was ich mir noch wünsche für Stronghold ist, dass man hier tatsächlich Befehlsketten gibt. Bitte nacheinander machen dies und jenes. Klappt ja weder mit STRG noch mit Shift, das sind eigentlich immer die Standardtasten für sowas. Es sei denn, es gibt irgendwas Verstecktes, das ich bis heute nie gefunden habe. Kann auch so. So, die Steinprodukte mal wieder ins Rollen bringen. Ich werde euch eine wertvolle Lektion erteilen, mein Sohn. Gegenwehr ist zwecklos. Sie haben Wielaufe der Ehre zu Befehl. So. Gegenwehr ist zwecklos. Kommen Sie mal rein, kommen Sie mal ran. So, Bogenschützen in Position. Dann errichten wir hier vielleicht eine kleine Befestigung. Wir benötigen Stein, mein Herr. Aber nur vielleicht, ne? Die Krähen sind keine Pferde, sind gesattelt. Was habt ihr für die? Das ist ein Wirtschaftszweig, der muss geschützt werden. Zu Befehl, Sie haben keine Chance. Auf die Rösser. Wir benötigen Steine. Aber erstmal brauchen wir die nötigen Steine dafür. Und dann sich mal in Sicherheit vor Kakapulten. Kurzfassung. Ey, hör doch mal auf mit dem Scheiß. In den Sattel. Die Klingen sind ey, ich schwör, machst du Bruch weg. Und ja. Ja, wo ist? Ich hasse dich. Das macht er nur, um mich zu trollen. Die Klingen sind geschärft. Jetzt darf ich nicht mehr bauen, ey, jetzt. So, machen wir es mal so. Die Pferde sind gesattelt.
Eine Nachricht vom Abt. Euch ist nur noch wenig Zeit auf dieser Welt beschieden. Bereitet euch auf den Untergang vor. Ihr seid Affen, will ich mal die kleine Befestigungsanlage hinbauen. Ist das denn zu viel verlangt? Eine Träger. Oh fuck, sind das viele Bogenschützen? Genau für sowas brauche ich das. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Bin zur Stelle. Sein. Eine Nachricht vom Abt. Meine Männer sind gekommen, um in eurer Burg aufzuräumen. Ja, erste Steine kommen schon wieder rein, das ist gut. Eine Nachricht vom Abt. Ich werde euch eine wertvolle Lektion erteilen, mein Sohn. Na, das brauchen wir nämlich auch. Das Volk liebt euch, mein Lord. Ja, super, meine Getreideformen sind schon wieder kaputt. Höchstwahrscheinlich von diesen blöden Katapulten wieder erwischt. Burg aufzuräumen. Für die Ehre! Steht zu Diensten! Auf sie! Mein Bogen ist euer! Das war im Ernst, Junge. Hörst du mal mit den scheiß Bogenschützen hier auf? Mit den scheiß Ochsenjochen. Meine Truppen lassen mich im Stich. Ein erträglicher Opfer. Eine Nachricht vom Abt. Meine Truppen lassen mich im Stich. Was habt ihr vor? Wie lautet der Plan? Sie haben keine Befehle auf Ehre. Sie. Eure Befehle bin zur Stelle. Steht zu dem Wehr ist zwecklos. Die Klingen sind geschärft. Das passt sogar wunderbar. Ein erträglicher Verlust. Machen wir mal in etwa so eins hin. Und das sind etwa so geschützt. Dann so. Und dann so. Eine Nachricht vom Abt. Klirrt ihr wieder mit eurer Rüstung? Da sind bestimmt wieder meine Farmen kaputt gegangen. Natürlich wieder von Katapulten. Ja. Grrr. Hört's halt auf. Was habt ihr vor? So, hier. Wie lautet der Plan? Zu Befehl. Der hat's echt mit diesem Scheiß. Der hat's echt richtig damit. Sind auf dem Weg. Eure Befehle? Steht zu dem. Auf sie! Die Klingwehr, die Pferde sind. Was habt ihr vor? Für die Ehre! Jetzt noch als Verlöte. Ich will hier doch noch bauen, Mann. Steht zu Diensten. So. Kleine Befestigung fertig. Eine Träger. Die Klingen sind geschärft. Schön. Bin zur Stelle. Und Ruhe ist. In Bewegung. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer, mein Herr. So, dann sind meine Farben, also meine, ist meine Steinproduktion wenigstens so ein bisschen geschützt mal. Und dann können wir gucken, wie es weitergeht. Erstmal wieder ein bisschen Weapon. Epic Rap Battles of History. Natürlich auf Bezug auf Reparieren. So, machen wir mal hier fertig überall. Dann gibt es bald noch ein paar weitere Türme. Jetzt können wir mal ein bisschen voranschreiten und das ganze Ding fertig bauen, wie ich es mir so im Kopf ausgemalt hatte. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Eure Befehle. Eine Nachricht vom Abt. Euer Geist ist schwach. Gebt also Acht. Bin zur Stelle. Schieß mal eben da drauf. Vielleicht treffen wir was. Bereit. Yay, wir treffen was. Haha. Eine Nachricht vom Abt. Ich werde euch eine wertvolle Lektion erteilen, mein Sohn. So, was wir auf jeden Fall noch machen, ist hier innen drin eine Treppe. Euch ist nur noch wenig Zeit. Noch eine, komm, wir machen so eine ganze Wood-to-Wood. Bereitet euch auf den Untergang vor. Ein erträglicher Verlust.
Bogenschützen bereit. Wir geben unser Bestes. Mein Bogen ist euer. Wir geben... Schon wieder immer mehr Katapulte. Ihr seid der achtgrößte Herrscher. Bin zur Stätte. Eine Nachricht vom Abt. Meine Männer sind gekommen, um in eurer Burg aufzuräumen. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. So. Bin zur Stelle. Ja, eine Nachricht vom Abt. Klirrt ihr? Ja, das hat er jetzt mit seinen Mönchen kaputt gemacht. So Body Slam auf den. Einfach so draufgesetzt auf die Farm, ist kaputt gegangen. Die Mönche können das. Eine Nachricht vom Abt. Meine Männer sind gekommen, um in eurer Burg aufzuräumen. Ist dann unter dem Gewicht eingebrochen, die gesamte Farm. Wenn die das dann noch mit Türmen hinbekommen, dann meinen Respekt. Meine Truppen lassen mich im Stich. Mein Herr? Wir geben unser Bestes. Ein paar Quadrillionen Katapulte einsetzen, bitte. Meine Truppen lassen mich. So, wir können mal überlegen, den ersten anzugreifen. Wir könnten vielleicht schon die ersten Mönche bauen dafür. Die komischerweise die Baumeisterstimme haben. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Der Bergfried ist komplett. Die Bergfrieder. Sprachlicher Feminismus und so. Ja. Es gibt einen Bergfried, warum gibt es keine Bergfrieder? Also, Mann! Eine Nachricht vom Abt. Klirrt ihr wieder mit eurer Rüstung? Aber das Thema hat man ja schon mal. Eine Nachricht vom Abt. Meine Truppen lassen mich im Stich. Eine Nachricht vom Abt. Euch ist nur noch wenig Zeit auf dieser Welt beschieden. Hinauf mit euch. Bereitet euch auf den Untergang vor. Bin zur Stelle. So, ich glaube, hier können wir nicht von den Ballisten getroffen werden, oder? Dann mache ich mal hier so ein kleine. Also, einen Vorposten mache ich hier nicht. Das reicht mir, dass ich hier kurz... Also, mir geht es ja tatsächlich nicht darum, hier so Gebiete abzustecken und zu sagen, Batz, ich mache hier einen Turm hin und verteidige einfach alles. Was eigentlich ziemlich lame ist. Ich sage jetzt hier, okay, hier ist eine Ressourcenproduktion, die ich haben will, hier mache ich wirklich eine kleine Grenzbefestigung sogar hin. Also wirklich sowas wie eine Art kleine... Ja, so ein kleiner Außenposten, einfach. Sowas finde ich cool. Bin zur Stelle. Es werden und gerade nicht zu Anfang der Partie, dass man die KI damit aushebelt irgendwie. Mein Herr, eine Nachricht vom Abt. Ich werde euch eine wertvolle Lektion erteilen. KI sind halt trotz allem sehr stark geskriptet. Und die kann man sehr gut verarschen auf solche Art und Weise. Zu gut eigentlich. Bin zur Stelle. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Rücken aus. So, und stellt euch mal. Genau, stellt euch mal so hierher. In Bewegung. Dass ihr alle Gegner trefft, die so ums Eck kommen. Visiere an. Ist mal so. Beziehungsweise so, das dürfte hinhauen. Keine der Ballisten schießt mich an, wunderbar. Wirklich auf Verlust. Ja. Bogenschützen bereit. Sag mal. Mein Ziel ist angepeilt. Pfeile bereit. Sind auf dem Weg. Mein Herr. In Bewegung. So. Aru ist. Und da oben beim Stein brauchen wir auch mehr Leute. Da kommen wir noch zu viele Dickerchen durch, die mir etwas kaputt machen. Was wir übrigens machen können, ist mal die Engstellen zu nutzen und hier tatsächlich noch ein paar schöne Sachen hinzubauen. Und vielleicht tatsächlich, weil sich es mal anbietet, so ein paar Priesterstatuen beispielsweise. Wenn wir gerade mal schon so einen auf hier Abt und Mönch und so machen. Dann machen wir ein paar Priesterstatuen, dann machen wir hier ein paar Gärten, die passen ja eigentlich auch ganz gut dazu. Mehr geht da vom Platz nicht als sowas. Ah, müsst ihr unbedingt da durchlaufen. Eine Nachricht vom Abt. Meine Truppen lassen mich im Stich.
Aber Abtila, was sagt man doch nicht. Hey, wir können den Marktplatz auch hier hinklatschen. Ihr seid der achtgrößte Herrscher. Nummer 8, alles lacht. Ich bin immer noch 8. Alter, die scheffeln Gold, das gibt's doch nicht. Wie die Baumeister sich auf der Mauer sammeln. Weil die auch die Sprüche vom Baumeister geben. Außer man will sie an. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Eine Trägheit. Los Problemos. Narus Knappus. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Nein, Narus Knappus ist kein berühmter Knappe. Nachricht vom Abt. Euch ist nur noch wenig Zeit auf dieser Welt beschieden. Bereitet euch auf den Untergang vor. Mein Herr? So, mit ein bisschen mehr Kampfbonus kriegen wir auf jeden Fall auch was gebacken. Noch wenig Zeit. Also, passe. Na gut, wir kriegen weniger gebacken quasi, aber dafür kriegen wir mehr gedroschen. Sagen wir mal, wir kriegen mehr gedroschen. Das haut schon hin. Eine Nachricht vom Abt. Klirrt ihr wieder mit eurer Rüstung? So. Wir müssen ja vielleicht nicht immer einen 5er-Bonus haben. Wie viel haben wir jetzt? Das Volk fürchtet sich in keiner Weise vor. Eure Befehle? Diese Schweine. Komm, mach mal einfach mal der Vollständigkeit halber noch die Dinger fertig. Zack. So. Zack. Zack. Oh, das war versaut. Oh nein, zack bitte nicht. Ich hab's auf der anderen Seite auch vermasselt. Ah, hier sind zu viele Bäume. Hier geht's knapp. Ja, hier ist das Problem der Bäume. Machen wir die mal weg. Ja, hier haben wir es nicht versaut. Sehr schön. Oh ja, so langsam wird das Ding was. Jetzt haben wir nur noch einen Steinbruch da, der läuft, sehe ich gerade. Der andere hat ja kaputt gemacht. Sind gesagt, eine Chance. Was habt ihr vor? Für die Ehre. Was die an Ochsen noch bauen, meine Fresse. Ist doch echt nicht mehr lustig. Machen wir ein paar mehr von euch. So mit 100 Stück könnten wir vielleicht mal so angerollt kommen. Was ist denn das Wort? Und ja, ich weiß, ich könnte meine Türme natürlich mit Mauern außenrum verstärken, dass ich die Mauern mache, dass die Katapulte nicht sofort die Türme angreifen können. Ich finde nur, dass das doof ausschaut. Das mache ich ungern. Eure Armee hat was? Das ist natürlich doof. Da müssen wir ein bisschen umdenken, was unsere Bogenschützen angeht. Ja. Schauen wir mal, dass wir schnell mal ein paar Priester machen. Aber was wir machen könnten ist, ich meine, das ist schließlich etwas, das macht der Abt ja auch ständig. Maximale Größe. Eure Armee hat die maximale Scheiße. Erreicht. Komm, die Schwertkämpfe gehen mal weg. Wir folgen euch, Herr. Wir eine werden nicht gebraucht. Verlust. Euer Gnaden. Der Herr ist allgegenwärtig. Machen wir mal 2 Katapults. Und schießen ein bisschen. Der hat ja nicht mal. Der hat gar keine Ballisten gebaut. Verlust. Oh, der hat wahrscheinlich gar keine Baumeistergilde, kann das sein? Nun, würde ich sagen, das ist ziemlich schlecht für dich. Eine Nachricht vom Abt. Ich werde euch eine wertvolle Lektion. Die Menge an Truppen muss dann einfach reichen. Zu Befehl. Auf Sie. Gegenwehr ist zwecklos. Das ist nicht viel, aber damit könnte man was erreichen. Mein Bogen ist euer. Wir stehen zu euch. Was soll konstruiert werden? Habe ich nicht schon Katapulte in Auftrag gegeben? Ah, doch, da. Mein Herr? Aber ich habe doch 2. Lagerungsgeräte bemannt. Eure Befehle? Katapult wird bewegt. Bin zur Stelle. Gut, dann bauen wir nochmal. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ja. Kuckuck. So gut wie erledigt. Ich muss noch auf den Angriff von ihm warten. 179 Truppen, ey. Fast nur, eigentlich nur Mönche.
Bogenschützen baut er irgendwie keine zur Verteidigung. Die macht er nur für seine Patrouillen. Eine Nachricht vom Abt. Ah, meine Truppen lassen mich im Stich. Euer Gnaden. Die schwarzen Mönche sind bereit. Ihr seid ein erträglicher Verlust. Wir haben nur einen Katapult, das schießt gerade. So gut wie erledigt. Soll aber wieder anders werden. Kann sein, dass er... Wie gesagt, ich muss einen Angriff von ihm abwarten. Dann sind meine Chancen gar nicht mal so schlecht, das zu schaffen. Ja, mein Freund.